Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gäste, herzlich willkommen zu diesem Mercator-Salon. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, dass Sie neugierig sind und Lust haben, sich mit uns auch heute auf eine kleine philosophische Reise zu begeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird sich lohnen. Ich stehe hier, wo eigentlich Carla Hustedt stehen sollte. Carla Hustedt leitet hier bei der Stiftung Mercator den Bereich Digitalisierte Gesellschaft. Sie ist kurzfristig verhindert, weshalb ich sie vertrete. Mein Name ist David Alders. Ich arbeite als Projektmanager in eben diesem Bereich Digitalisierte Gesellschaft hier bei der Stiftung Mercator. Und vor der Pandemie waren diese Salons für uns immer auch eine schöne Gelegenheit, unsere Türen hier in Essen auf der Hüssenallee für Sie zu öffnen, Sie willkommen zu heißen, auch mit Ihnen bei einem Getränk mal ins Gespräch zu kommen. Wir haben uns heute noch dagegen entschieden, zu diesem Modell zurückzukehren, wollen das aber sehr bald tun und auch wieder mit Ihnen ins Gespräch kommen. Heute noch digital, und das leitet ganz gut über zum Thema des heutigen Abends. Digitalisierung, Algorithmen, künstliche Intelligenz oder KI sind in aller Munde. Die Themen begegnen uns in der Presse oder im Fernsehen, sind also irgendwie allgegenwärtig, aber doch schwer zu greifen. Dabei ist die öffentliche Debatte, so zumindest mein Eindruck, manchmal geprägt von so einem, ja sagen wir mal, diffusen Stressgefühl. Dann heißt es, wir dürfen den Anschluss an China und die USA nicht verlieren, beziehungsweise wir hinken schon längst hinterher. Ich kann das auch nachvollziehen angesichts des rasanten technologischen Fortschritts und auch angesichts des intensiven wirtschaftlichen Wettbewerbs. Ich glaube aber auch, dass es manchmal verhindert, dass wir einen Schritt zurücktreten und uns auch grundsätzliche Fragen stellen. Dafür lässt es manchmal einfach zu wenig Raum. Zum Beispiel, was macht es eigentlich mit uns, wenn Algorithmen zu einem festen Teil unserer alltäglichen Handlungen werden? Wenn wir zum Beispiel ohne Google Maps nicht mehr von A nach B kommen. Wenn wir, wie selbstbestimmt sind eigentlich unsere Entscheidungen, wenn wir eigentlich nur aus Optionen auswählen, die uns ein Algorithmus vorschlägt. Und vielleicht auch, wer trägt eigentlich die Verantwortung, wenn ein Algorithmus entscheidet? Hier bei der Stiftung Mercator wollen wir auch solche grundlegenden Fragen in den Blick nehmen. Mit den Projekten, die wir unterstützen, wollen wir dazu beitragen, dass wir die Auswirkungen von digitalen Technologien besser verstehen und letztlich auch als Gesellschaft, als Politik diese Veränderungsprozesse gestalten können. Dafür ist es wichtig, dass wir darüber reden, und genau das wollen wir heute tun. Und ich freue mich sehr, dass wir das mit zwei extrem spannenden Gästen tun können. Das ist zum einen Markus Gabriel. Er ist einer der bekanntesten Philosophen Deutschlands. Er ist Professor an der Uni in Bonn. Und ihn beschäftigt unter anderem die Frage, wie verändert eigentlich KI unsere Vorstellung vom Menschsein und welche Werte können uns eigentlich als Leitplanken dienen bei der Diskussion um KI, ihren Einsatz und ihre Entwicklung. Markus Gabriel startet gerade mit ForscherInnen in Bonn und Cambridge ein großes internationales Forschungsprojekt zur Ethik der künstlichen Intelligenz, das wir als Stiftung Mercator fördern. Darüber freuen wir uns sehr und dazu sicherlich gleich auch noch ein bisschen mehr im Verlauf des Gesprächs. Und zum Zweiten ist das Svea Eckert. Svea Eckert ist investigative Tech-Journalistin. In Berichten und Reportagen, unter anderem für die ARD, deckt sie immer wieder auf, wo KI-Systeme schon heute von Staaten und Unternehmen eingesetzt werden und wie sie unser Leben verändern. Neben den vielen Risiken, die Svea Eckert immer wieder aufzeigt, lenkt sie auch den Blick auf die Chancen, die der Einsatz von solchen Technologien bietet. Unter anderem in ihrem tollen Podcast She Likes Tech von NDR Info, den ich Ihnen sehr empfehlen kann. Und bevor ich jetzt an Svea Eckert übergebe, noch zwei Hinweise. Der erste, diese Veranstaltung ist Teil der KI-Biennale hier in Essen. Die findet dieses Jahr zum ersten Mal statt und wir freuen uns, Teil des Programms zu sein. Hier wird mit ganz verschiedenen Veranstaltungen in Kunst und Kultur, unter anderem in den Essener Filmkunsttheatern, versucht, diesen Megatrend KI, dieses abstrakte Thema, greifbar zu machen und zu erklären. Ich kann Ihnen nur empfehlen, einmal ins Programm zu schauen. Das posten wir gerne auch einmal in den Chat. Vielleicht ist ja noch die ein oder andere Veranstaltung für Sie dabei.
Und der zweite Hinweis, wenn auch nur digital, wir wollen trotzdem auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Sie können hier Fragen stellen, die Fragen in den Chat schreiben, dazu wird Svea Eckert auch nochmal was sagen, aber dazu möchte ich Sie schon jetzt ermutigen. Und last but not least, danke an die Kolleginnen hier in der Stiftung Mercator, in der Technik und im Veranstaltungsmanagement. Und natürlich danke an Svea Eckert und Markus Gabriel, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Danke an Sie, dass Sie dabei sind. Und jetzt übergebe ich an Svea Eckert und Markus Gabriel. Freue mich sehr auf das Gespräch und wünsche Ihnen einen informativen und hoffentlich auch unterhaltsamen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank, David Alders, für die Einführung und für die Einladung, das Möglichmachen von dieser Art von Salongesprächen an die Stiftung Mercator und natürlich auch an die Essener KI Biennale. Und auch von mir erstmal ein ganz herzliches Hallo, ich bin Svea Eckert, David Alders hat es kurz gesagt, ich bin freie Tech-Journalistin und ich begleite Sie heute Abend durch das Gespräch, auf das ich mich schon riesig freue. Markus Gabriel ist der Gast heute Abend. Er ist Professor für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit und Gegenwart an der Universität in Bonn. Außerdem derzeit Fellow im Programm Foundations of Value and Values am New Institute in Hamburg. Und Markus Gabriel wurde für seine Forschung vielfach ausgezeichnet und ist Autor zahlreicher Bücher. Jetzt aber, lieber Herr Gabriel, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, schönen guten Abend, Frau Eckert. Vielen Dank an die Mercator-Stiftung dafür, dass dieser Abend mit uns stattfinden kann. Wir nehmen Sie heute gemeinsam mit in die Welt der künstlichen Intelligenz, natürlich auch in die Schattenseiten, aber auch in eine Welt voller Innovation, voller Erfindung und Zukunft. Und in Vorbereitung auf dieses Gespräch heute Abend haben Markus Gabriel und ich uns was ganz Besonderes für Sie gleich am Anfang überlegt. Und dazu würde ich die Regie jetzt einmal bitten, eine spezielle Webseite einzuspielen. So auf Refreshen klickt, auf diesen Refresh-Button oben links, dann kommt wieder ein neues Gesicht und klickt als wieder eins und die sehen wirklich täuschend echt aus. Ja, täuschend echt. Ich verrate nicht zu viel, denn ich gebe jetzt das Wort gleich weiter an Markus Gabriel. Sie können gerne unser kleines Rätsel einmal auflösen. Genau, das interessante Rätsel ist, dass hier eine sogenannte generative, also generative AI, also ein KI-System am Werk ist und diese Gesichter, die keiner Person gehören, generiert hat aus Datensätzen. Das heißt, keine einzige dieser Personen existiert außerhalb des digitalen Bildes, das Sie gesehen haben. Das Bild bezieht sich also auf niemanden, ist ein leeres, von einer KI erzeugtes Bild. Genau, thispersondoesnotexist.com heißt die Webseite, das können wir verraten. Steckt ein Forschungsprojekt von NVIDIA dahinter. Das ist ein sehr großer Entwickler von Grafikprozessoren und Chips. Die sind führend in KI-Computing. Und die haben dieses Forschungsprojekt, haben das erfunden. Ich glaube, das bietet sich ganz anders. Wir einmal vielleicht sogar die Funktionsweise ganz grob erklären. Genau, ja. Das Neue an generativer KI ist, dass eben Muster erkannt werden, ja, auf der Basis natürlich von Datensätzen. Und diese Muster, die erkannt werden, also nicht nur aus vorhergehenden Fotos, sondern aus ganz verschiedenen Datensätzen, die der KI als Trainingsdaten auch zur Verfügung gestellt werden. Auf dieser Grundlage gelingt es nun, diesem System neue Gesichter hervorzubringen, die menschlichen Gesichtern inzwischen so sehr ähneln, dass die meisten Menschen mindestens so im Durchschnitt um 90% der Gesichter für echt halten und es also keine Menschen mehr gibt, die das unterscheiden können. Das nennt man spricht hier von Deepfakes, das heißt, das sind Fakes, die so gut sind, dass wir die nicht mehr unterscheiden können von sogenannten, von echten Bildern, von Personen, die existieren. Es geht so weit, dass die gerade sogar im Ukraine-Krieg eingesetzt werden zu Propagandazwecken. Also sprich, man hat schon Fake-Profile gefunden von russischer staatlicher Propaganda, die eben mit dieser Art von künstlich generierten Gesichtern ihre Fake-Profile ausstatten, um eben Menschen zu täuschen. Ich glaube, das bietet uns so eine ganz gute Rampe auch, um schon darauf einzugehen, warum sich KI, künstliche Intelligenz, die diese Gesichter ja erzeugt hat, so grundlegend anders ist als andere Technologien und wodurch sie sich unterscheidet.
Ja, also in diesem besonderen Fall sieht man ja sehr klar, dass buchstäblich das KI-System, erläutere gleich ein wenig noch, was das ist, Menschenbilder hervorbringt. Ja? Also in diesem Fall buchstäblich Bilder von Menschen, die nicht existieren. Und man kann sagen, nicht Menschen produzieren ja digital, aber nicht nur digital, Daten. Und was ist eigentlich ein Datum? Fangen wir an dieser Stelle an und dann komme ich dazu, was eigentlich KI ausmacht. Daten sind zunächst einmal, oder dort, wo es für uns relevant ist als Menschen, Ausdruck oder Bilder dessen, was Menschen tun. Ja, also ein Datum ist zum Beispiel ja, irgendwie meine Augenfarbe oder wie ich heute angereist bin, an den Ort, an dem ich bin. Ja, das heißt, diese Daten drücken, zeigen etwas darüber aus, wie wir handeln und damit auch, wie wir denken. Also in unsere Datenspuren sagen etwas über uns. Und vieles von dem, was Datenspuren über uns sagen, bleibt uns verborgen, weil die Datenspuren von uns als Menschen natürlich auch nur sehr kurz aufgegriffen und bearbeitet werden. Wir haben ja nicht eine solche Memory-Plattform wie, sagen wir mal, ein Rechner. Das heißt, wir, wie ein buchstäblicher Computer, wir haben erlöschende Erinnerungen. Ja? Wir sind also ganz andere zeitliche, biologische Lebewesen als diese Systeme. Und was nun diese Systeme machen, ist, die können Daten verwenden, um in diesen Daten mittels der Verfahren, für die sie programmiert sind, Muster zu erkennen und eben auch Muster zu produzieren, die uns entgehen, weil wir dafür gar nicht schnell genug sind. Das heißt, KI-Systeme tun das, was wir tun, ja, Muster erkennen zum Beispiel oder Gesichter zeichnen, nur sehr viel schneller. Und in diesem bestimmten Sinne, über den wir uns bestimmt noch unterhalten werden, sind dann die Systeme intelligenter als wir, weil sie dasselbe Problem zum Beispiel herauszufinden, ja, welches Hotel die beste Bewertung auf einem Online-Portal erhält, das weiß ein solches System viel besser und schneller als ich. Deswegen kann es mir die anzeigen, wenn ich zum Beispiel wissen möchte, welche Hotels sind mit so und so viel Prozent von denen, die dorthin gereist sind, bewertet worden. Das heißt, diese KI-Systeme tun, was Menschen tun, nur erstens viel schneller und auf eine Art und Weise, in der Menschen das nicht tun. Das heißt, niemand von uns spielt Tausende, Millionen von verschiedenen Bildtypen durch, um sich daraus ein neues Bild eines Menschen zu machen, sondern jede von uns hat eben nur so und so viele Menschen bisher gesehen, was unser Menschenbild prägt. Ja? Das heißt, unser Menschenbild ist deswegen immer auch vorurteilsbehaftet, weil wir nur so und so viele Menschen gesehen haben. Und diese KI-Systeme verwenden jetzt unsere Daten, unsere Vorurteile, ja, und bilden darauf neue Vorurteile, die wir selber nicht mehr im Einzelnen durchschauen können. Da kommen wir gleich noch dazu. Und ich glaube, um das zu verstehen, was Sie eben angesprochen haben, nämlich wie lernt überhaupt eine KI, ich sage es mal in Anführungszeichen, wie begreift sie Dinge? Sie merken schon, dass wir die ganze Zeit so ganz menschliche Begriffe benutzen im Hintergrund. Ne? Wir sprechen ja immer noch über Großrechner, die da sind. Trotzdem bedienen wir uns dieser menschlichen Begriffe wie Intelligenz und Begreifen. Das mache ich jetzt einmal hilfsweise. Wir kommen später auch noch mal auf diese Abgrenzung. Aber um eben tiefer in dieses Feld einzusteigen, müssen wir auch einmal verstehen, okay, wie funktioniert so eine KI? Und das machen wir auch gleich. Und ich möchte Sie aber einmal vorher aufrufen, Sie können jederzeit hier mitdiskutieren und Sie können auch die Fragen, die sich jetzt Ihnen stellen, während wir sprechen, können Sie oder auch Anregungen, Anmerkungen können Sie in den Chat tippen. Und ich habe hier parallel einen zweiten Bildschirm offen und sehe das und versuche das auch immer, wenn es so inhaltlich ganz gut passt, versuche ich das mit einzustreuen. Und weil wir jetzt gerade so dabei sind, dieses Feld mal abzustecken, vielleicht auch erstmal so ganz, ganz, ganz explorativ, vielleicht auch gar nicht systematisch, glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir einmal drüber sprechen, was gibt es denn für KI? Ja, Markus Gabriel, Sie haben jetzt schon auch mal so ein, zwei Sachen angesprochen. Lassen Sie uns ruhig das Feld einmal erweitern. Was gibt es für KI heute? Wo, in welchen Feldern steckt das eigentlich überall schon drin? Ja, also tatsächlich sind KI-Systeme operativ natürlich in unseren Smartphones, also sehr, sehr alltäglich, auf beiden Seiten. Also einerseits auf der Seite unserer Hardware, das heißt in den Geräten, die wir verwenden, also dann in der Software und andererseits aber auch sozusagen auf der anderen Seite, sagen wir mal bei Google oder einem anderen sozialen Netzwerk. Dort kommen KI-Systeme zum Einsatz, generative KI zum Beispiel auch zunehmend, ja, aber auch andere Formen von KI-Systemen, die insgesamt darauf aufbauen, eben besser zu sein, erstens
in dem Identifizieren von Mustern, ich habe jetzt bewusst nicht gesagt erkennen, ja, das heißt in der, nicht, Muster werden identifiziert durch die Systeme und dann aber auch darin, Muster zu verändern, zum Beispiel unser Verhalten als Verwender und Verwenderin bestimmter Systeme wie zum Beispiel Suchmaschinen. Da kommt also schon ganz alltäglich, kommen KI-Systeme zum Einsatz. Grundsätzlich kann man einen Unterschied machen zwischen sozusagen sehr alltäglichen Algorithmen. Ja, also erstmal ein Algorithmus ist ja eine Anleitung zum Lösen eines Problems. Wenn Sie also eine heute übliche, sagen wir mal, Kapsel-Kaffeemaschine haben, vielleicht mit schlechtem ökologischen Gewissen, aber sie dennoch haben, ja, dann gibt es eine Anleitung. Ja, man öffne das Ding, dann stecke man die Kapsel rein, mache die Maschine an, fülle Wasser, drücke den Knopf, ja, Espresso oder langer Kaffee, stellt die Kaffeetasse drunter und so weiter. Das ist ein Algorithmus. Das heißt, Sie lösen ein Problem, wie erhalten Sie Koffein, ja, indem Sie das Problem in einzelne Schritte unterteilen und dann diese Schrittfolge beachten. Das ist ein Algorithmus zunächst einmal. Und Algorithmen, die in Hardware-Systemen installiert sind, also in dem, was wir so Computer nennen, ja, also im Wesentlichen in Siliziumchips und fortgeschrittener physikalischer Forschung, also in den Geräten, die wir so verwenden, dort sind eben Systeme drin und die sind so gebaut, dass die Algorithmen befolgen. Also erst das machen und dann das und dann das. Und zwar in der Form, im Wesentlichen von Elektrizität. Ja, also da fließt Elektrizität in einer bestimmten Weise. Und die Form dieses Flusses von Elektrizität, das ist dann ein Algorithmus. KI-Systeme sind nun ganz besondere Algorithmen, die man verstehen kann als Algorithmen, die Algorithmen verfassen. Ja, das heißt, das nennt man dann auch Lernen. Diese Systeme lernen dadurch, dass die ihre eigene Struktur verändern. Ja, und das tun wir Menschen ja auch. Lernen kann man Spannende ist, wenn ich einmal kurz als die Ersetzung eines. Und das Bitte, Spannende ist, ich unterbrechen Sie, Frau Ecke. Ja, genau. Wenn das Spannende ist, dass wir inzwischen gar nicht mehr genau wissen, wie die lernen, diese Algorithmen. Ne? Also ich nehme mal als Beispiel, wir haben, ich weiß nicht, die Leute, die von Ihnen ein iPhone haben, die kennen wahrscheinlich das Fotoalbum und dass der dann anfängt, Gesichter zu erkennen und sogar dann vorzuschlagen und alle Gesichter, die dann, denen können Sie dann Namen geben und dann lernt das System oder identifiziert das System immer mehr Gesichter zu einem Namen und dann können Sie in Zukunft eine Bildersuche machen über Oma oder Opa und haben eben alle Bilder zu diesem Gesicht dann unter einem Namen und das System hat sie selbst erkannt. Und das Spannende ist, dass wir gar nicht mehr am Ende, wir wissen, was haben wir für Bilder reingefüttert, ich sag mal unsere Urlaubsfotos, wir wissen auch, was rauskommt, nämlich Oma, aber wie hat das System gelernt, dass das Oma ist? Genau, das heißt, das System ähnelt in dieser Hinsicht, ja, und das ist ganz wichtig, einem Organismus. Wir wissen ja auch nicht, wie wir Oma wiedererkennen. Ja? Das heißt, wir wissen nur, das Gehirn spielt eine wichtige Rolle und in etwa auch welche Hirnregionen. Aber wir wissen natürlich auch nicht, wie ein Mensch Oma wiedererkennt. Ja? Das heißt, die neurowissenschaftliche Forschung kann uns auch erklären, immer besser, ja, welche neuronalen Vernetzungen wie stattfinden in einem menschlichen Organismus. Aber das können wir natürlich im Einzelnen auch nicht durchschauen. Und das Spannende jetzt bei diesen Systemen ist, dass wir jetzt eine ähnliche Situation haben. Deswegen vergleicht man diese Systeme auch. Man spricht heute etwa vom neuromorphen Computing. Ja, also das sind Systeme, die so gebaut sind, dass sie dem, was wir über das Nervensystem wissen, ja, nachempfunden sind. Die ähneln also der Funktionsweise mathematisch menschlicher oder anderer tierischer Nervensysteme. Und so wie wir das beim Menschen schon nicht durchschauen können, können wir das bei diesen Systemen oder anderen Tieren, können wir das bei diesen Systemen insofern noch weniger, ja, als die mit einer Geschwindigkeit arbeiten, ja, die die Geschwindigkeit etwa neuronaler Vernetzungen übertrifft. Ja, wir haben ja sozusagen noch eine bestimmte, man spricht ja auch gerne von Wetware, ja, also eine sozusagen feuchte Hard- und Software, den menschlichen Organismus. Und der ist insgesamt langsamer in allen Operationsweisen als diese Geräte. Und deswegen ist es so, dass die sozusagen die Mathematik, die da drin steckt in dem System, die dann das System selber produziert, ja, einfach schneller ist als alles, dem wir noch hinterherlaufen könnten. Deswegen sind das, man spricht dann häufig auch von Blackboxes, also für uns in ihrer Operationsweise nicht direkt und teilweise überhaupt gar nicht nachvollziehbare Vorgänge. Wir wissen nur, sie funktionieren.
Ja, ich finde ein Beispiel dazu, weil wir jetzt gerade so, wir sind gerade so bei dieser ganzen Thematik Gesichtserkennung, wo ich es selber bei einer Recherche schon sozusagen selbst gesehen und erlebt habe, ist tatsächlich genau dieses Thema Gesichtserkennung. Es gibt Software, es gibt Programme, mithilfe derer man Gesichter erkennen kann. Es gibt eine ganz bekannte Software aus den USA, die dort für Behörden eingesetzt wird. Die kennen Sie vielleicht auch vom Hören. Clearview AI heißt die. Die ist jetzt sehr bekannt geworden, weil die US-Firma hat sie der Ukraine zur Verfügung gestellt und die nutzen die in diesem Krieg tatsächlich, um Soldaten zu erkennen, also mögliche Spione zu erkennen, um eben Gesichter, Fotos zu scannen und dann Identitäten herauszufinden. Ich habe mal eine sicherlich schlechtere, aber kommerzielle Software einmal ausprobiert im Rahmen einer Recherche und ich war von den Socken. Wie gut diese Software inzwischen Gesichter erkennt. Also muss ich das wirklich so vorstellen, man lädt ein Foto hoch und dann bekommt man, ich sage mal, aus der Fülle des Internets findet diese Maschine diese Person wieder. Und das kann auch sein, dass das bei einem Marathon- oder Pilgerlauf ist in der 10. Reihe und das Gesicht ist briefmarkengroß. Oder das kann als Gast auf einer Hochzeit sein. Also ich selbst würde als Mensch dieses Foto nicht mehr, also ich würde diese Person tatsächlich nicht mehr wiedererkennen, nicht in dieser Fülle von Gesichtern, nicht in dieser Masse, aber die künstliche Intelligenz kann das. Das ist vielleicht mal so ein Beispiel, wie gut das inzwischen geworden ist. Nämlich teilweise sogar besser als Menschen. Genau. Zu Clearview ein kleiner Hintergrund, der eben auch schon mal interessant ist, nicht in der Vorgeschichte. Es gibt also viele, nicht auch politische Nachfragen, die man stellen muss. Der Gründer und CEO, Hoan Ton Tat, etwa, hat Verbindungen, nicht? Also einer der Geldgeber ist auch Peter Thiel, einer der Investoren. Es gibt da also politisch, sagen wir mal, fragwürdige, sehr weit rechts im Bereich Trump-Lager stehende auch Verbindungen, über die viel berichtet und auch geforscht wurde. Und teilweise natürlich einen problematischen Einsatz dieser Systeme, sodass wir an dieser Stelle spätestens natürlich schon auch in den Bereich der ethischen Fragestellungen kommen. Unter welchen Bedingungen darf ich sie einsetzen? Ein Bekannter von mir, der auch mal im Digitalrat der Bundesregierung war, hatte Erlaubnis, eine Zeit lang Clearview, einen besonders interessanten neuen Prototyp, auf seinem Handy zu verwenden, und zwar während des Lockdowns in San Francisco. Und er berichtete mir, dass Gesichter sogar erkannt werden konnten und teilweise ziemlich private Informationen über die Person mit Maske, also im Lockdown und Sonnenbrille. Ja, das heißt, die Systeme sind genau, wie Sie gesagt haben, so gut, dass die Eckpunkte von Gesichtern erkennen können. Und im Übrigen vermutlich sogar, ja, wenn man das noch weiter treibt und und noch medizinische Daten mit reingibt, ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass man in naher Zukunft, dass diese Systeme anhand relativ von Eckpunkten, die wir gar nicht als relevant erkennen würden, mehr Menschen, etwa den Gesundheitsstatus einer Person erkennen können. Das heißt, wir sind nicht sehr weit davon entfernt, dass sie eine Variante von Clearview einsetzen können, um etwa vorherzusagen, ob eine Person innerhalb der nächsten 3 Monate sehr wahrscheinlich stirbt, indem sie nur einmal ganz kurz die Kamera auf das Gesicht dieser Person halten. Ja, also solche Dinge, teilweise sind wir da schon sehr nah dran, ja, also in der Erkennung. Aber das sind alles Möglichkeiten, die nicht futuristisch sind. Also wir reden hier nicht darüber, das ist vielleicht mal in 20 Jahren möglich, sondern das könnte innerhalb der nächsten Jahre kommen. Ja, sehr, 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 sehr spannend und ich finde ganz interessant. Wir haben hier auch, ja, uns schreiben hier schon ein, zwei Zuhörerinnen, ein, zwei Zuschauerinnen auch im Chat, die sagen, ja, das ist natürlich faszinierend, aber auch beängstigend. Ich teile das. Oder ja, nicht nur ethische Fragen, sondern auch juristische oder datenschutzrechtliche Aspekte sind wichtig. Und ich glaube, genau dahin kommen wir, werden wir auch noch kommen im Laufe unseres Gesprächs, was denn da wichtig ist, um diese ja sehr faszinierende Technologie auch für uns, sagen wir mal, ethisch grundsätzlich nutzbar zu machen und einsetzbar zu nutzen und sie so zu nutzen, dass sie unsere Gesellschaft nach vorne bringt.
Vielleicht passt das dazu ganz gut. Herr Gabriel, Sie waren ja jetzt gerade ganz aktuell für einen Monat im Silicon Valley unterwegs, und zwar als Fellow in Stanford, um dort für Ihr neues Buch zu recherchieren. Und genau in dieser Zeit wurde ein neues Institut dort eingeweiht, und zwar für Human-Centered Artificial Intelligence, also wirklich sozusagen der Mensch im Mittelpunkt von künstlicher Intelligenz. Sie waren da bei dieser Eröffnung. Was für ein Zeichen will man mit diesem Institut setzen? Um was geht es da? Ja, das ist tatsächlich eine spannende Initiative. Das Gebäude konnte jetzt eben, es waren gerade die Momente auch dann jetzt der Eröffnung in Kalifornien. Also es war, soweit ich sogar weiß, die erste richtige Präsenzveranstaltung auf dem Campus in Stanford seit Beginn der Pandemie. Das ist dort im Bereich der Informatik, Computer Science Building im William Gates Building auf Jane Drive, ein ganzes Gebäude, und in der unteren Etage sitzt die Leitung eben dieses neuen Zentrums. Und die Idee, es wird geleitet von einer der führenden KI-Forscherinnen der Welt, Fei-Fei Li, eine der meisten zitierten, also absolute Spitzenexpertin, viel mehr gibt es nicht in der Forschung, und dem Philosophen John Acheman, die einem Logiker und Wissenschaftstheoretiker, der sich genau mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich das Wesen, auch mathematisch gesehen und logisch gesehen, der Systeme. Der schaut also als Philosoph drauf. Die Leitung ist also KI-Forscherin der Spitzenklasse und Philosoph. Und sie haben aus allen Fakultäten der Schools der Universität Stanford Personen rekrutiert. Das ist eine gigantische, beeindruckende Liste von Personen. Und es ist von vornherein eine interdisziplinäre Forschung, die geistes- und sozialwissenschaftliche Fragen, also juristische, ethische, aber auch literaturwissenschaftliche zum Beispiel, Fragestellungen einbezieht, um die KI-Forschung von vornherein um den Menschen herum aufzubauen, also den Menschen ins Zentrum dieser Forschung zu stellen. Und damit hat man auf eine bestimmte Weise natürlich ein Gegengewicht zu der im Silicon Valley ansonsten verbreiteten Idee, dass man die Systeme einfach weiterentwickeln muss, immer mehr auf Tempo, skalieren, globaler wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Wettbewerb und dann mal sehen, was passiert. Es gibt ja im Valley ein großes Bewusstsein längst dafür, was politisch eigentlich Sache ist. Nicht? Wir unterhalten uns im Moment sehr über die Frage, sagen wir mal, der Verantwortung der deutschen Russlandpolitik oder anderer europäischer Russlandpolitiken. Aber wir haben doch vergessen geradezu, interessanterweise, die Einmischung Russlands in die amerikanischen Wahlen. Nicht? Das ist ja ganz interessant. Und wenn man Personen von Facebook in Menlo Park trifft, da in der Nähe von Stanford, wo Facebook sitzt und viele Facebook-MitarbeiterInnen sind, dann sind die längst nicht mehr stolz darauf, da zu arbeiten. Das verschweigt man heutzutage lieber. Ja, das heißt, dieses Bewusstsein dafür, dass man einen höchst problematischen Beitrag längst geleistet hat, Cambridge Analytica, ja, also durch den Einsatz von KI und anderen fortgeschrittenen Formaten der Digitalisierung, der Demokratie schadet und Waffen, buchstäblich jetzt in einem Propagandakrieg, Waffen der anderen Seite zur Verfügung stellt, unbeabsichtigt, so ähnlich wie das Thema nicht Ethik der Atombombe, über das viel geschrieben und nachgedacht wurde, das uns jetzt wieder heimsucht. Dieses Bewusstsein gibt es inzwischen im Silicon Valley. Und das ist natürlich ein ganz neuer Zustand. Etwa heute auf der Homepage des Instituts kann man ein schönes Gespräch mit Frau Scharke, die auch Mitglied des Europäischen Parlaments war, über die Frage, wie die Europäer im Unterschied zu den Amerikanern umgehen mit diesem ganzen Thema. Und sie beschreibt auch, dass es jetzt so ein erwachendes Bewusstsein gibt in den USA für diese Themen. Also was ich dort feststellen konnte, ist, der Mensch rückt jetzt dort auch ins Zentrum, weil man weiß, dass es keine gute Idee war, Menschen rauszulassen aus dem Bild. Ja, ich wollte das gerade gerne nochmal schärfen. Also warum ist das so wichtig? Also Sie haben es jetzt einerseits erklärt mit den Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, vielleicht auch nochmal nach vorne geblickt. Warum ist es so wichtig, den Mensch da mit ins Zentrum zu rücken, und warum ist dieser ganzheitliche Technologiebegriff so wichtig? Ja, also die einfachste Art und Weise, sich das klarzumachen, warum das fundamental wichtig ist, auch aus technologischer Sicht, ja, also nicht nur zum Schutz von Menschen, ist das alte Problem des Zauberlehrlings, wie das dort auch heißt. Ja? Also erinnern Sie sich an Goethes Parabel, es gibt auch eine Disney-Version davon, auf die da angespielt wird. Und die Parabel geht eben so, ein Zauberlehrling, ja, programmiert einen Besen mit einem perfekten Algorithmus, und dieser Besen sorgt dafür, dass Wasser, ja, auch weggeschoben wird. So.
Und jetzt arbeitet der Besen und arbeitet und arbeitet gegen den Erfinder und die ganze Wohnung, die aufgeräumt werden soll, wird dadurch, dass der Besen programmiert darauf ist, eine Funktion genau perfekt auszuüben, ja, arbeitet der Besen jetzt gegen den Zauberlehrling. Und in dem Augenblick, wo der Zauberlehrling dann versucht, den Besen umzuprogrammieren, indem er ihn zerstört, in verschiedene Stücke hackt, zum Beispiel, ist es so, dass dann daraus mehrere Besen werden. Jedes einzelne Stück des Besens macht wieder das. Das heißt, sie haben es zu tun mit einem System, das für etwas Bestimmtes perfekt ist. Ja? Zum Beispiel die Erkennung von Gesichtern prädominant weißer Männer. Ja? Und besonders schlecht darin ist, etwa dann andere Gesichter von weiblichen Personen oder von anderen mit anderem ethnischen Hintergrund mit derselben Auflösung zu unterscheiden. Ja? Und wenn sie das jetzt versuchen zu verändern, dann wiederholen sie unter Umständen nur den Fehler und das System verteidigt sich gegen ihren Eingriff. Das heißt, jetzt haben sie ein ethisches Problem. Sie diskriminieren negativ zwischen Menschengruppen zum Schaden einiger. Und das ist natürlich auch ein ökonomisches Problem. Wenn sie eine Gesichtserkennungssoftware auf ihrem Smartphone haben, die Oma nur dann erkennt, wenn sie weiß ist, ja, ist das ja auch ein schlechtes Produkt. Das heißt, es gibt einerseits eben das ethische Bedenken. Ja, wollen wir das und sollen wir das? Also die ethische Frage. Andererseits gibt es aber eben auch einfach die technologische Frage. Ein System, das nicht flexibel und dynamisch ist, sondern perfekt in nur einer einzigen Funktion, kann genau dadurch schädlich sein, weil es nur eine Funktion perfekt ausübt. Und das ist inzwischen völlig klar geworden. Ich mache noch ein anderes, einfaches Beispiel. Sehr alltäglich inzwischen schon dort, vor allen Dingen in San Francisco. Selbstfahrende Autos, ja, die zum Beispiel, glaubt man, perfekt ihre Umgebung kennen können, bis ein Blatt, ja, einfach an ihnen vorbeiflattert. Und das Blatt erkennen die etwa als Lebewesen, als Hund, weil auf bestimmten Bildern, die immer gescannt wurden, ja, ein Hund neben einem Blatt steht zum Beispiel. Und daran hat man aber nicht gedacht. Das heißt, weil wir diese Blackboxes nicht kennen und die so perfekt sind in dem, was sie tun, folgen sie dadurch noch lange nicht unseren Interessen. Das nennt man das Wertanpassungsproblem, Value Alignment. Wie passen wir unsere Werte, nämlich dass etwa ein selbstfahrendes Auto niemand überfährt oder dass wir keine rassistischen, diskriminierenden Systeme haben, unseren Werten an. Ja? Und das ist jetzt ein Versuch, der dort unternommen wird, um eben bessere KI-Systeme. Ja? Also es geht nicht nur um Einschränkungen und Regulierungen, sondern es geht darum, durch ethische Einsicht auch noch wertvollere Systeme zu schaffen, die dann in Zukunft Nutzerinnen und Nutzer anziehen. Was fasziniert Sie daran? Also, ja. Ja, also letztlich natürlich ist es so, dass wir zu tun haben mit einer Technologie, die den Menschen als solchen herausfordert. Ja? Also viele Bereiche, in denen Menschen lange dachten, dass nur Menschen das können. Schach spielen, Mathematik betreiben oder eben Gesichter erkennen oder Autos fahren. Ja? Also viele Dinge oder sogar etwa Jobbewertung oder auch Urteile vor Gericht. Ja? KI-Systeme sind teilweise gerechter, bessere Richterinnen als menschliche Richterinnen, die, das ist gut erforscht, morgens anders urteilen als abends etwa und das gar nicht von sich selbst wissen. Und KI-Systeme tun das nicht. Die urteilen zu jeder Uhrzeit gleich. Das heißt, KI-Systeme sind in vielen Bereichen, die wir für eine Domäne des Menschen immer gehalten haben, besser als der Mensch. Deswegen taucht ja auch immer diese Fantasie auf, dass durch fortschreitende Automatisierung und Digitalisierung wir nur noch ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen und Menschen sich dann auf das wahrhaft Menschliche zurückziehen. Also das Leben genießen und Kunst genießen oder so etwas. Ja? Weil eben viele der kognitiven Spitzenleistungen des Menschen viel besser von diesen Systemen ausgeübt werden. Und das fordert den Menschen heraus. Der Mensch wird seit mehreren tausend Jahren definiert, das ist eine der ältesten bekannten Definitionen, als das rationale Lebewesen. Das Lebewesen, das ein Logos hat, wie Aristoteles das gesagt hat. Ja, und jetzt sind aber diese Systeme sind im Logos haben, in Logik, viel besser als Menschen. Nicht in jedem Bereich, ja, aber sie fordern uns heraus. Und das interessiert mich als Philosoph. Was bedeutet das eigentlich da für die Frage, wer oder was der Mensch ist, wenn vieles von dem, was wir zutiefst menschlich erachten, eigentlich von technischen, nichtmenschlichen, nicht lebendigen Systemen sogar noch besser bearbeitet werden kann, als wir das je können werden? Ich will einmal hinkommen nochmal zum Thema, was KI eigentlich genau ist. Wir haben jetzt wirklich viel darüber gesprochen und wir haben auch schon viel, ich würde mal sagen, so jedes Feld haben wir einmal jetzt angerissen. Und
Mir geht es auch ein bisschen darum, dass meine Empfindung ist, dass KI ein unfassbares Buzzword geworden ist. Also im Prinzip alles, was man irgendwie gut verkaufen will, da klebt man so ein KI-Aufkleberchen drauf und dann ist es auf jeden Fall super toll und fancy. Also da verschwimmt meiner Ansicht nach auch vieles. Also vieles, was eigentlich in Anführungszeichen nur Algorithmen sind, wird zu KI. Und ich will mit Ihnen einmal so eine kleine Reise machen, wo wir einmal eintauchen in das Thema, wo fängt KI an, wo hört KI auf und was ist KI eigentlich? Und dazu habe ich Ihnen ein Video gebracht, was ich sehr mag, was mich sehr fasziniert. Und es hat ein Künstler erstellt und es heißt Inside the Artificial Brain. Und es soll mal zeigen, wie eine KI, ein neuronales Netz, wie es lernt, zum Beispiel ein Hundegesicht zu erkennen. Und ich würde die Regie jetzt einmal bitten, das einzuspielen. Und ich werde auch aufhören zu reden, weil ich gebe Ihnen einfach mal die 50, 60 Sekunden, dass Sie einfach mal schauen können und versuchen zu verstehen. Danach lösen wir das Video dann ein bisschen auf. Genau, ja, was haben Sie gesehen? Sie haben ein Bild gesehen, was sich immer weiter verdichtet hat, was im Prinzip aus Pixeln begann. Und die Idee ist, dass wir, also dass der Künstler versucht hat darzustellen, einmal, wie lernt eine Maschine? Und was dieses Video sehr schön zeigt, ist, dass wir eigentlich gar nicht genau verstehen, wie die Maschine lernt. Davon hatten wir es schon. Und was es auch zeigt, ist, dass im Prinzip wie so eine Art verschiedene Layer. Also das heißt, die Maschine bekommt ein ganz großes Set an Hundegesichtern und versucht dann anhand der Pixel, anhand der vielen, vielen Bilder, die sie hat, dieses Hundegesicht zu identifizieren. Und das Spannende dabei ist, dass die Maschine selbst ja überhaupt nicht weiß, dass das ein Hund ist, weil die hat ja kein Bewusstsein. Also die ist eigentlich gar nicht intelligent. Und deswegen aber doch nochmal die Frage auch an Sie jetzt, Herr Gabriel. Wir sprechen immer von künstlicher Intelligenz, aber die ist ja eigentlich gar nicht intelligent. Oder ist sie es doch? Ja, also ich glaube, man kann hier reden von, wie das der KI-Philosoph der ersten Stunde John Roger Searle seinerzeit in Berkeley in den 80ern und schon teilweise früher genannt hat, von geliehener Intelligenz oder geliehener Intentionalität. Ich erläutere das mal kurz, indem ich beide Begriffe definiere, künstlich und Intelligenz. Unter Intelligenz kann man im Allgemeinen in diesem Zusammenhang, das Wort bedeutet natürlich auch noch vieles andere, verstehen, das Vermögen eines Lebewesens üblicherweise, ein gegebenes Problem in einem endlichen Zeitraum zu lösen. Intelligenz ist im Rahmen der Evolution als Anpassungsmechanismus entstanden. Man hat also empfindet Hunger und löst das Problem, ja, Nahrung zu finden auf irgendeine Weise. Jagen, beim Zimmerservice anrufen, sich etwas kochen, wie auch immer. Ja? Oder fasten und sagen, ich kann es herausschieben in die Zukunft. Das heißt, wir lösen ein solches Problem, ja, in der Regel ein Überlebensproblem. Und ein Problem kann man natürlich eigentlich nur lösen, wenn man auch eins hat. Das heißt, nur Systeme, ja, die Probleme haben, können auch Probleme lösen. Und jetzt gibt es eine Diskussion, die nicht zu Ende geführt ist. Meine Meinung ist, nur biologische Systeme haben Probleme. Aber das ist nicht so leicht zu beantworten. Deswegen möchte ich sagen, da scheiden sich die Geister in der Diskussion der Philosophie der künstlichen Intelligenz. Die einen sagen, auch ein nicht biologisches System, und das heißt hier künstlich, also eine künstliche Intelligenz ist eine nicht biologisch entstandene
sondern von Lebewesen produzierte, ja, also industriell hergestellte Chips und so weiter, Intelligenz und Server und Großrechner. Aber wir sind eben nicht eine in dieser Weise künstlich hergestellte, sondern im Rahmen der Evolution und durch sexuelle Reproduktion entstandene Intelligenz. Und dadurch sind wir intelligent, weil wir uns an Umwelten anpassen müssen und die KI-Systeme nicht. Das heißt, ein KI-System, wenn ihm die Energie ausgeht, empfindet keinen Hunger, sondern geht halt die Energie aus. Ja? So scheint es jedenfalls zu sein bisher. Das, also eine künstliche Intelligenz wäre eine, die zwar Probleme löst, aber nur für uns. Und damit möchte ich das Folgende sagen. Wir leihen diesen Systemen unsere Intelligenz, ja? Also unsere Probleme übergeben wir und leihen unsere Intelligenz und die perfektionieren jetzt so ähnlich wie in dieser Animation sehr schön dargestellt, die perfektionieren jetzt die Mustererkennung, ja, indem sie ein ganz anderes Tempo da reinbringen und Ähnlichkeiten erkennen. Eine andere Definition damit verwandt von Intelligenz geht wiederum bis auf Aristoteles zurück, der Intelligenz, das lateinische Wort intelligentia, stammt letztlich von dem altgriechischen Wort nous ab. Das hat was mit der philosophischen Tradition zu tun. Und Aristoteles definiert Intelligenz als das Vermögen, das Ähnliche zu erkennen. To ta homoia noein, also das Erkennen von Ähnlichkeiten. Und damit haben wir es jetzt hier ganz genau zu tun. Das heißt, KI-Systeme sind intern, aus meiner Sicht, so eine Art wahnsinnig schnelle Aktenordner. Ja? Also in einem Aktenordner ist auch irgendwas abgeheftet. Die Steuererklärung von 2007, ja, die ist da abgeheftet. Ja? Das heißt, der Ordner unterscheidet die Steuererklärung von 2007 von der von 2008, indem man da irgendwas dazwischen geklebt hat. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten einen Aktenordner, der das von selbst tut und nur sehr viel schneller, ja? Weil der eben aus Elektrizität und Chips besteht. Und das ist, glaube ich, das Innenleben eines KI-Systems. Ja? Also ein KI-System ist so eine Art elektrisches Rauschen, dessen Strukturen wir zur Verfügung stellen. Das ist unsere geliehene Intelligenz. Das läuft aber dann von selbst. So wie eine Bürokratie ja auch ein Eigenleben hat, wie wir alle in Deutschland wissen. Und das Eigenleben einer Bürokratie, ja, ist auf eine bestimmte Weise auch nur eine geliehene Intelligenz. Ja? Aber das Eigenleben hat trotzdem seine eigene Macht. So verstehe ich die Ontologie, also die Seinsweise dieser von Menschen hergestellten Systeme, dieser Artefakte. Vielleicht ganz spannend an der Stelle einmal, dass also KI oder neuronale Netze, dass das Konzept eigentlich relativ alt ist, also dass das schon so in 50er, 60er Jahren erfunden wurde. Da gab es auch schon erste Versuche. Man hat im Prinzip so gestartet, dass man angefangen hat zu sagen, okay, wir wollen eigentlich das Gehirn nachbauen, wir wollen Neuronen mit ihren Vernetzungen nachbauen. Das hat aber erstmal nicht so gut funktioniert. Man muss sich vorstellen, dass das Konzept dann erstmal ein Stück weit liegen geblieben ist. Und dann hat sich dann um die 2000er herum nochmal so einen wahnsinnigen Schub gegeben und sich das Deep Learning entwickelt. Und zwar dadurch, dass wir eben dass wir verschiedene neuronale Netze hintereinander geschaltet werden. Und jetzt kommen wir wieder so zu dem, was wir auch am Anfang schon mal angesprochen hatten, nämlich, dass wir nicht mehr genau wissen, was innen drin passiert, dass der Computer im Inneren Entscheidungen trifft, die wir nicht mehr wirklich kontrollieren oder nachvollziehen können. Und das heißt also, die Maschine gibt sich selbst die Regeln. Also das ist das, was Sie ganz am Anfang angesprochen hatten, Herr Gabriel, nämlich so nach dem Motto, Algorithmen machen sich selbst ihre Algorithmen. Und das ist dann das, was wir unter dem Stichwort Machine Learning verstehen. Warum ist denn diese philosophisch-anthropologische Perspektive, nämlich dieses vom Mensch abstammt, warum ist das so wichtig? Also was sehen wir dadurch, was wir sonst nicht sehen? Ja, wenn wir den Menschen aus dem Bild lassen, dann neigen wir dazu, ja, den Systemen an der falschen Stelle Autonomie zuzuschreiben. Systeme sind autonom. Autonom heißt ja, sich selbst die Regeln geben. Wir haben also autonome Systeme, genau was Sie gerade beschrieben haben. Aber die sind in manchen Hinsichten auch überhaupt gar nicht autonom. Ja? Also zum Beispiel, mein Laptop muss ich anschalten, damit die KI da zur Anwendung kommen kann. Ja? Das heißt, da besteht keine Autonomie. Und durch den Gebrauch von KI-Systemen in unserem Alltag hat sich unsere Lebenswelt beschleunigt. Wir kennen ja alle das Thema Tempo. Das Leben ist schneller geworden in den letzten 20 Jahren, aus sehr, sehr vielen Gründen.
Aber ein wichtiger Faktor der Beschleunigung unserer Lebenswelt, unseres Alltags, ist tatsächlich der zunehmende Einsatz von KI-Systemen. Ja, weil die ja unser Leben beschleunigen. Ich komme schneller an mein Ziel durch Apps. Ich finde schneller viele Dinge, weil in den Apps eben KI-Systeme auch schon zum Einsatz kommen. Das hat sehr viele Vorteile, ja? Also ohne Digitalisierung und damit immer auch heute ohne Einsatz von KI-Systemen, hätten wir diese Pandemie nicht in derselben Weise meistern können, nicht? Also das, was wir gerade tun, wäre ja auch nicht möglich ohne Digitalisierung, ist also begrüßenswert, weil ansonsten erstens unvorstellbar viel mehr Menschen gestorben wären, ja, oder sonstige schlimme Schäden erlitten hätten und gleichzeitig natürlich wir wirklich einen unvorstellbaren Wirtschaftszusammenbruch erlitten hätten. Ja, wir konnten das ja kompensieren und teilweise Arbeitsprozesse sogar im sogenannten Homeoffice noch beschleunigen. Das hat also immer Vorteile und Nachteile. Und diese Beschleunigung unserer Lebenswelt verändert den Menschen, weil wir mit einem Tempo jetzt leben, ja, das wie gesagt Vorteile hat. Wir sind intelligenter geworden. Wir können unsere Probleme ja schneller lösen. Zum Beispiel wurde KI eingesetzt bei der Entwicklung von insbesondere jetzt Medikamenten gegen Covid-19, Pavloxid und so weiter. Das hat mir Karl Lauterbach mal erklärt, kurz als so ein paar Durchbrüche kamen, sagt er mir, ja, da war jetzt wirklich KI am Einsatz, die zum Beispiel, so wie wir das eben bei der Animation gesehen haben, ganz schnell, ja, das Muster hin und her gedreht hat, dreht die KI Molekülverbindungen hin und her und probiert Zusammensetzungen, für die wir als Menschen gar keine Zeit hätten. Und das waren dann aber die relevanten Verbindungen, um zum Beispiel diese Medikamente auf den Markt zu bringen. Ja, da kommt das eben, das sind alles Vorteile. Und das verändert aber, genau, damit schließe ich den Punkt, das verändert unser menschliches Leben auf eine Weise, über die wir nicht genug nachdenken. Es findet also mit dem Menschen etwas statt, worüber der Mensch an sich erstmal keine Kontrolle mehr hat. Und das ist automatisch natürlich gefährlich, wenn die Maschine die Regie übernimmt. Okay, ja, ich muss da immer ganz stark denken, also an den Film Her mit Joaquin Phoenix, wirklich einer meiner Lieblingsfilme, weil er mich so nachträglich beeindruckt hat. Der Protagonist, der Hauptdarsteller, lebt sozusagen mit so einem Knopf im Ohr, das ist Her, das ist eine künstliche Intelligenz, die mit ihm spricht, eine Sprachintelligenz, die mit ihm spricht und die zu seiner Freundin wird und mit der er sich anfreundet und am Ende sogar sich in sie verliebt. Ich werde den Film jetzt nicht auflösen, weil ich hier nicht spoilern will. Ich möchte Ihnen das Ende noch lassen, weil es auch am Ende noch mal eine sehr überraschende Wendung nimmt. Aber die KI wird so menschlich, dass der Mensch sie tatsächlich auch als Mensch wahrnimmt. Und da möchte ich gerne an der Stelle eine Frage aufnehmen, die hier im Chat kam, nämlich ist die künstliche Intelligenz intelligenter als biologische Intelligenz und kann sie sich selbstständig weiterentwickeln? Ich glaube, so ein bisschen haben wir es schon beantwortet, aber ich glaube, es schadet gar nichts, weil das Thema so komplex ist, wenn wir einfach nochmal versuchen, eine klare Antwort zu finden. Ist die künstliche Intelligenz intelligenter als biologische Intelligenz? Die künstliche Intelligenz, sobald sie im Zusammenhang der biologischen, in diesem Fall vor allem menschlichen Intelligenz zum Einsatz kommt, dann ist sie intelligenter. Ja, also die künstliche Intelligenz dockt an der menschlichen Intelligenz. Und dadurch entsteht ein Gebilde, ein Hybrid, das einen biologischen Anteil hat und einen nicht-biologischen Anteil. Und dieses Gesamtsystem aus Mensch und Maschine ist intelligenter als der Mensch alleine. Ja? Und das führt dazu, dass auf beiden Seiten Intelligenzschübe, vor allen Dingen aber auf der KI-Seite, Intelligenzschübe entstehen. Menschen können natürlich auch dadurch, dass wir unser Gehirn nicht gebrauchen müssen, für bestimmte Vollzüge dümmer werden. Das muss man auch sehen. Es gibt auch eine Seite dann der Verdummung des Menschen. Nicht? Versuchen Sie mal, ein Restaurant zu finden und so weiter in einem entfernten Ort etc. etc., wenn Sie wenig Zeit haben, ohne den Einsatz der heutigen Systeme. Ja? Das heißt, wir hängen ja auch von denen ab und sind in der Hinsicht dann ohne sie dümmer geworden. Ja? Das heißt, die Systeme werden besser, schneller und im präzisen Sinne intelligenter, aber nur, wenn sie Teil dieses Hybrids sind. Wenn man sie von dem Hybrid entkoppelt, ja, dann laufen die irgendwann leer, ja, haben keine Bedeutung mehr.
Das heißt, in den Systemen spiegelt sich immer der menschliche Gebrauch. Das heißt, womit wir eigentlich so gut wie immer zu tun haben, ist nie reine künstliche Intelligenz, sondern immer vom menschlichen Gebrauch mitgeprägte und gefilterte. Ja? Deswegen bleibt sie immer daran zurückgebunden. Also eine reine künstliche Intelligenz, die einfach nur im Leerlauf sich weiterentwickelt, könnten wir sehr früh schon überhaupt gar nicht mehr verstehen. Ja? Also das wäre ein Gebilde, von dem wir nicht mehr wissen, was da überhaupt los ist. Wir haben ja bei dieser Animation schon gesehen, eine gewisse Fremdheit, ja, wenn man sich das mal so vorstellt. Und wenn man das System einfach nur ohne uns laufen ließe, dann käme eine völlige Alien Intelligence heraus, ja, wie man das auch in der Philosophie genannt hat, der künstlichen Intelligenz. Man spricht hier von Logical Aliens, das heißt von Systemen, die irgendwie logisch, mathematisch und so weiter funktionieren, die uns aber vollständig fremd sind. Und über die wissen wir dann eigentlich, haben wir kein Kriterium mehr, um zu sagen, sind die intelligenter oder nicht, ja, weil wir haben einfach überhaupt gar keinen Zugriff darauf. Es könnte sein, dass da wahnsinnig viel los ist, sozusagen, ein ganzes gigantisches geistiges Universum entstanden ist, das uns dann aber verschlossen bleibt. Spannend, das ehrlich gesagt, davon habe ich noch nie was gehört, das finde ich gerade richtig spannend, da ist bei mir noch mal eine Tür aufgegangen, gerade im Kopf, voll gut, freue ich mich. Ich will gern mit Ihnen zusammen nochmal in ein Beispiel einsteigen. Vorher ganz kurz auch nochmal der Hinweis und die Einladung im Chat mitzudiskutieren, und ich flechte dann Ihre Anmerkungen ein. Und ich würde gerne mit Ihnen nochmal einen Schritt weitergehen, und zwar auch nochmal vertiefen das, was Markus Gabriel eben gesagt hat, nämlich, dass eben diese KI eingesetzt wird, immer in Verbindung mit dem Menschen, also immer in Verbindung mit uns. Und wie wir alle wissen, sind wir nicht nur gut, sondern wir tragen ja eben auch unsere Vorurteile in uns. Und in den USA wird künstliche Intelligenz oder auch künstliche neuronale Netze schon sehr viel häufiger, auch im, sagen wir mal, alltäglichen Gebrauch eingesetzt als in Europa, zum Beispiel bei Strafverfolgungsbehörden. Und es gibt einen sehr denkwürdigen Fall aus dem Juni 2020. Da habe ich Ihnen einfach mal die Titelseite rausgeklippt. Vielleicht kann die Regie die einmal kurz. Das ist ein Zeitungsartikel aus der New York Times dazu, und Sie sehen hier ein Foto von Robert Williams. Das ist ein US-Staatsbürger aus Detroit. Und Sie müssen sich vorstellen, dass dieser zweifache Familienvater, der stand irgendwie gerade im Vorgarten und wurde dann vor den Augen seiner beiden Töchter und seiner Frau verhaftet und auch ziemlich grob auf die Erde gedrückt und ins Auto gestopft. Also was war passiert? Und zwar ein Programm für Gesichtserkennung hatte ihn vermeintlich erkannt und für einen Uhrendieb gehalten. Ja. Und er war weder in diesem Laden gewesen, er war auch nicht in der Nähe von diesem Laden gewesen, sondern ein System hat einen Ladendieb, hat das Gesicht gescannt und hat dann seinen Namen ausgespuckt. Und was hat die Polizei gemacht? Also sie hat keine Befragung gemacht, er ist nicht vorgeladen worden, wurde auch kein Brief geschickt, sondern das mobile Einsatzkommando hat ihn sofort festgenannt. Ich glaube, diese Geschichte zeigt mehrere Probleme, und ich glaube, die sollten wir uns jetzt einfach mal vorknöpfen, weil ich glaube, daran kann man ganz viel sehen und verstehen. Ja, in der Tat. Also das ist einer der dann bekannten Fälle dafür, dass eben Systeme, die zum Einsatz kommen, aufgrund der Daten, also aufgrund dessen, dass die aufbauen auf der Art und Weise, wie Menschen denken, erkennen und handeln, ja, auf dieser Basis verstärken die Mustererkennung, die sie vorfinden. Und es ist so, dass wenn Sie natürlich menschliche kulturelle Zeugnisse etwa nehmen, sagen wir mal das, was wir für den Kanon der Literatur halten, oder menschliche Institutionen, ja, wie Gerichte oder Universitäten, dann haben alle diese Institutionen und menschlichen Kulturzeugnisse eine Vorgeschichte. Und es ist so, dass wir erfreulicherweise in vielen Hinsichten heute moralische Fortschritte zu verbuchen haben, ja, aber natürlich die Institutionen, in denen wir leben, noch Spuren vergangener Zeiten tragen, die für uns nicht wünschenswert sind, sodass es auch immer wieder zu moralischen Rückschritten kommt. Die Beispiele gibt es ja für beides leider in diesen Tagen mal wieder viel zu viele. Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll, etwa gerade in den USA, die Abtreibungsdiskussion und so weiter. Ich will das nicht im Einzelnen bewerten, aber wir sehen, Institutionen, ja, haben Spuren aus der Vergangenheit, die nicht immer passen zum moralischen Stand der Menschheit, an der vordersten Front sozusagen des Fortschritts.
Und das führt dann dazu, dass wir in gewissen Bahnen denken. Ja? Oft spricht man hier von Bias. Man sollte von Vorurteil sprechen. Bias ist nochmal ein anderer technischer Ausdruck aus der Psychologie. Und diese Vorurteile sind in unserem Denken und Handeln ja, installiert. Und was jetzt KI-Systeme machen, ist, die verstärken die. Ja? Und das liegt dann unter anderem daran, dass sie tendenziell etwa, das kann man im Einzelnen verfolgen, ist auch gut empirisch erforscht, ja, etwa Vorurteile, sagen wir mal, spezifisch weißer Polizisten verstärken, ja, weil die Software-Ingenieure ja, eine bestimmte Herkunft haben und eine bestimmte Vorurteilsstruktur. Und das führt dann im Einzelnen dazu, dass eben Systeme geschaffen werden, die bestimmte Menschen benachteiligen. Ja, ob das jetzt insgesamt etwa Kinder sind, ja, die traditionell in allen Gesellschaften weitgehend benachteiligt werden, auch bei uns, ja, oder eben Personen ja, dunkler Hautfarbe oder weiblichen Geschlechts und so weiter und so weiter. Ja. Also kurzum, die Arten von negativer Diskriminierung, die wir zu Recht nicht für wünschenswert halten, verstärken. Oder um es noch ganz konkret zu machen, ja, eine KI kam zum Einsatz, ich weiß gar nicht mehr, ob das Reddit war, das glaube ich, aber irgendein soziales Netzwerk, hat eine KI, einen Bot eingesetzt und dieser Bot war nach wenigen ja, Minuten rassistisch. Ja, der hat nur noch Neonazi-Sprüche und so weiter verbreitet, weil der den gesamten Datensatz hat. Also wenn Sie das ganze Twitter vor Augen hätten, stellen Sie sich mal vor, Ihre Intelligenz bestünde darin, Sie haben das ganze Twitter vor Augen und Sie wollen jetzt herausfinden, wie man auf Twitter kommuniziert. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein sehr böser Bot werden, extrem wahrscheinlich, weil Sie die gesamte Sache sehen und nicht nur Ihre Filterblase, in der Sie vielleicht freundlichen Austausch mit anderen haben. Ja? Und das ist genau das Risiko, das in solchen Momenten dann durchschlägt, dass eben diejenigen Vorteilsstrukturen, die wir eigentlich in der menschlichen Gesellschaft abbauen werden, wollen durch diese Systeme verstärkt werden. Und das durchschauen wir dann nicht, sodass die Polizeibeamten und Beamtinnen in Detroit einfach zuschlagen, weil sie denken, das System wird es schon richtig machen. Ja, ich glaube, da kommen auch zwei Sachen zusammen. Ne? Also auf der einen Seite, das haben Sie ja jetzt sehr gut ausgeführt, auf der Entwicklerseite, die diese KI entwickelt, das fängt ja an mit dem Trainingsdatensatz. Ne? Also was habe ich für einen Trainingsdatensatz? Und oft sind diese Trainingsdatensätze gar nicht so realistisch an die Gesellschaft angepasst, sondern die bestehen hauptsächlich aus weißen Gesichtern, weil man die halt irgendwann mal irgendwie gesammelt hat. Und so lernt die Maschine eben sehr, sehr gut weiße Gesichter erkennen und Gesichter, die eine andere Hautfarbe haben, erkennt die Maschine dann eben nicht so gut. Da ist die Erkennungsrate relativ niedrig. Ne? Und im Prinzip, da fängt die Diskriminierung eigentlich schon an. Es gibt auch tatsächlich ein Beispiel aus New York, weil es geht ja noch weiter, also es geht ja über die Gesichtserkennung hinaus, dass man sowas nennt man Predictive Policing, Systeme, die dann zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden Tipps geben und sagen, das System glaubt, an der Straßenecke um die und die Uhrzeit passiert da mehr Kriminalität und dann fahren die Polizisten eben dort verstärkt Streife. Und dann gibt es ein ganz interessantes Phänomen, nämlich, dass die dort auch tatsächlich mehr Leute verhaften. Und dann kommen wir in so eine Art Self-Fulfilling-Prophecy-Mechanismus rein, dass dann dort auch wieder quasi dadurch, dass dort mehr Polizisten sind, gibt es dort vermeintlich mehr Kriminalität, vermeintlich mehr Verhaftungen und dann wird das wieder in das System reingefüttert und dann sozusagen dann verstärkt sich eben dieser Mechanismus und Gebiete, die als Problembezirke bekannt sind, genauso wie Personen oder Bevölkerungsgruppen geraten sozusagen immer tiefer in diesen Vorurteilsmechanismus hinein. Und ich denke, das ist genau dieses Ding, nämlich dass Technik und Mensch da auch an dieser Stelle auch sehr ungut miteinander zusammenspielen können. Wie kann man diesem Problem begegnen? Also was sind die Herausforderungen? Also zunächst einmal, ja, also eine Bearbeitung, und daran muss ja jede Gesellschaft erstmal biologisch verankerte menschliche Gesellschaft arbeiten, an unseren eigenen Vorurteilsstrukturen. Ja, wir müssen wissen, insbesondere, dass wir Datensätze produzieren digital, Tag ein, Tag aus, in digitalisierten modernen Gesellschaften global. Und in diesen Datensätzen hinterlassen wir eben Spuren. Und diese Spuren, ja, speichern und bilden ab, wie wir denken und handeln. Das heißt, wir haben sozusagen zwei Gesellschaften, die eine digitale, digitalisierte und die andere weniger digitalisierte. Die greifen aber ineinander, ja, wie Sie gerade schon beschrieben haben.
In der nicht-digitalen Gesellschaft findet etwas statt, zum Beispiel über einen Raubüberfall, das wiederum verzahnt ist mit einem digitalen Vorgang. Ja? Zum Beispiel ging das los, 2013 gab es, das gibt es glaube ich nicht mehr, aber in San Francisco eine Homepage, auf der man die Wahrscheinlichkeit berechnen lassen konnte, dass man auf der und der Straße überfallen wird. Also ist man zu Fuß dann die Straße daneben zum Restaurant gegangen. Aber diese Homepage wurde natürlich auch von den Banden verwendet, sodass die dann bewusst auf die Straße gegangen sind, auf die man ausweichen wollte. Ja? So, das heißt, da haben sie genau das. Denn eine Bande, die einen überfallen möchte in der analogen Wirklichkeit und jetzt eine digitale Wirklichkeit und die interagieren miteinander auf eine von uns nicht durchschaute Weise. Und der Weg raus, um die Dinge richtig zu machen, besteht natürlich darin, dass wir selber erstmal unsere zwischenmenschliche Ethik verbessern. Ja? Das heißt, wenn jetzt nicht ein Digitalsystem, sagen wir mal, die Propagandalage des Ukraine-Kriegs untersuchen würde, dann kämen die Russen viel besser davon, als sie es verdienen, weil sie da digitale Oberhand haben. Ja? Mehr Daten produzieren und so weiter und so weiter. Da ist auch ein digitaler Krieg. Ja? Und deswegen kommt alles darauf an, dass wir eben auch in unserem zwischenmenschlichen analogen Leben die ethischen Fragen stellen und versuchen ernsthaft zu beantworten. Ich frage meine Studierenden immer, ja, wir sind uns einig, Rassismus ist moralisch verwerflich. Niemand bezweifelt das zum Glück in der Population, auf die ich dort treffe. Und dann ist die nächste Frage, warum? Ja, wir sind uns einig, wir sollten keine Rassistinnen sein, aber die Frage ist, warum? Warum ist denn Rassismus moralisch verwerflich? Das heißt, wir brauchen Gründe, die uns das erläutern. Ja, dafür gibt es viele. In Wahrheit gibt es keine Rassen, da fängt es ja schon mal an, das gibt es überhaupt gar nicht, Rassen. Ja, das ist also schon mal eine Illusion. Zweitens hat es in der Vergangenheit und Gegenwart dazu geführt, dass Menschen unsägliches Leid angetan wird und, und. Man kann dann anfangen, das im Einzelnen aufzulösen, in einer langen Diskussion, warum. Aber das heißt, wir müssen an uns selbst arbeiten als Menschen, erstmal an der menschlichen Ethik, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir uns digital besser verhalten, damit dann wiederum die Systeme sozusagen ein besseres Menschenbild bekommen. Ja, es ist einfach davon auszugehen, dass die Datenspur, die die Menschheit heute insgesamt digital hinterlässt, kein gutes Licht auf uns wirft. Ja? Und das zeigen uns im Grunde genommen diese Systeme. Die zeigen uns unsere eigenen Diskriminierungsmuster. Ja? Natürlich selbstverständlich auch in Deutschland. Ja? Also ich frage auch gerne Studierende, wie sieht ein typischer Deutscher aus? Ja? Und dann kommt oft sowas wie ja ungefähr wie Sie. Die richtige Antwort auf die Frage ist, es gibt keine Art und Weise, wie ein typischer Deutscher aussieht. Ja? Zum Beispiel wie Jerome Boateng. Ja? So. Das heißt, es gibt es nicht. Die Frage suggeriert etwas, was es gar nicht gibt, nämlich das Aussehen eines Deutschen. Und deswegen müssen wir an uns arbeiten und etwa auch, das versuchen wir auch etwa mit dem Projekt dann umzusetzen, Trainingsmethoden für Softwareingenieurinnen und Ingenieure oder für andere Stakeholders im Bereich der digitalisierten Gesellschaft zu erzeugen, die es erlauben, dass das ethische Denken in unserem Alltag einen größeren Einzug hält und wir uns eben auch digital besser benehmen. Die uns allen geläufige Beschimpfungskultur, digitale, führt dazu, dass wir eben gefährliche KI-Systeme produzieren und dafür haben wir gar kein Bewusstsein. Wir schaffen sozusagen diejenigen Waffen, die sich gegen uns richten, indem wir uns digital schlecht benehmen. Ich habe kürzlich an einer Dokumentation mitgearbeitet, wo wir uns China ganz dezidiert angeschaut haben und geguckt haben, okay, was macht China im Bereich künstliche Intelligenz, was macht China im Bereich Digitalisierung und ich habe da zusammen mit unseren China-KorrespondentInnen gearbeitet und war ich war jetzt schon seit Jahren nicht mehr in China und habe durch die eben jetzt ganz viel mitbekommen, wie viel weiter in China, also wie anders die Menschen dort leben, was für ein anderes Selbstverständnis die von Technik haben. Ich will hier mal eine Frage auch aufgreifen, die auch noch mal aus dem Chat kam. Was ich dort gesehen habe, ist, dass die Menschen nicht diese große Skepsis gegenüber Technologie und auch gegenüber künstlicher Intelligenz teilen, sondern ganz im Gegenteil, Technologie umarmen, sich total freuen, Technologie in ihrem Alltag einzusetzen. Wir hatten so einen Running Gag, irgendwie der Zwiebelkühlschrank, also ein chinesischer Protagonist aus diesem Film, der hatte einen großen Kühlschrank und da konnte er eine Zwiebel an einen Scanner oder an ein System halten und dann hat ihm der Kühlschrank gesagt, wie lange die Zwiebel noch haltbar ist. Wo auch immer zu man das braucht, aber das hat große Begeisterung ausgelöst.
Wie erklären Sie sich den Skepsis der Deutschen gegenüber Einsatz von KI jetzt zum Beispiel in so Bereichen wie im Pflegebereich, was man in anderen Ländern überhaupt nicht so beobachten kann? Ja, also wir haben natürlich eine durch die Vergangenheit verschiedener jüngerer Diktaturen, ja, DDR und natürlich auf gesamt großdeutschem Gebiet, haben wir in Deutschland und insgesamt in Europa aus damit natürlich verzahnten Geschichten einen großen Vorbehalt, ja, gegenüber Überwachung. Ja, das heißt, ein hohes Ausmaß an Überwachung und Veröffentlichung von Daten verbinden wir automatisch aus sehr guten Gründen, ja, mit brandgefährlichen Risiken, ja, die ja jetzt eben in China oder auch in Russland natürlich sich wiederum auch manifestieren. Das bestätigt ja teilweise unsere Sorge. Ja. Das heißt, der Grund, irgendwie noch Privatheit für uns zu reservieren, ist ja vielfältig. Ja. Privatheit wurde ja auch hart erkämpft durch Kämpfe, ja, nicht der Sozialdemokratie des 19. Jahrhunderts, bessere Arbeitsbedingungen statt Ausbeutungssysteme, wie es sie im 19. Jahrhundert gab. Das heißt, die heute etwas gerechteren, ja, über Tarifverträge geregelten und so weiter Arbeitszeiten, das heißt, die etwas gerechtere und in vielen Hinsichten viel gerechtere gegenwärtige Arbeitswelt ist bei uns auch ein Ergebnis, sich gegen Überwachung zu wenden und das Recht auf Privatheit sehr hochzuhalten, nicht? Das ist eine große historische Errungenschaft. Das führt aber natürlich dann dazu, dass wir durch diese historischen Vorgeschichten, die eben auch nicht so weit in der Vergangenheit liegen und sich jetzt, wie wir sehen, leider schon wieder manifestieren, ja, weil das alles da ist, dass wir sagen, Vorsicht, Vorsicht, ja, der technologische Fortschritt muss begleitet werden. Das ist gefährlich. Ja. Es gäbe ja heute auch gar keine Atombombe und damit kein Risiko der Selbstauslöschung der Menschheit, hätten die Amerikaner nicht gute Gründe gehabt zu glauben, dass das deutsche Nazireich im Begriff ist, die Atombombe zu bauen. Nicht? Das Manhattan Project war ja eine Antwort auch auf die begründete Sorge, dass es Heisenberg gelingen könnte, für die Deutschen die Atombombe zu bauen. Nicht? Wo wären wir dann jetzt? Ja, das heißt, wir haben diesen ganzen ethischen Hintergrund. Das ist völlig anders in Japan oder China zum Beispiel. Ja, ist ein ganz anderer Technologiegebrauch, weil da ist eher die Frage, kann uns das nicht nützen, zum Beispiel zur Kontrolle von 1,4 Milliarden Staatsbürgern? Ja, also welche Art von Bürokratie oder Polizei soll denn das leisten, eine Stadt wie Shanghai jetzt etwa irgendwie im Lockdown zu halten? Das heißt, das ist eine andere Form sozialer Komplexität mit einer anderen Vorgeschichte und auch einem völlig anderen Menschenbild. Ja? Also ein Menschenbild, das zum Beispiel weniger die Tradition hat, die individuelle Selbstbestimmung ins Zentrum zu rücken. Ja? Also ich will, wenn die Frage mehr ist, was sollen wir denn zusammen wollen von vornherein? Das gibt es natürlich bei uns auch, die Frage, ja. Aber wenn die Frage erstmal ist, eine Frage nach wir und dann nach ich und nicht eine Frage nach ich und dann vielleicht auch noch nach wir, dann hat man eine andere Vorstellung davon, was vielleicht auch gesellschaftliche Vorteile entstehen können. Ja? Und es ist natürlich einfach wahnsinnig effizient. Ja? Also als ich zuletzt in Shanghai war, auch natürlich vor ein paar Jahren, Pandemie und so weiter, gab es schon Smile to Pay oder Pay per Smile, je nachdem, wie man es nannte, von Alibaba. Das heißt, man ging irgendwo rein und lächelte und das war die Zahlbestätigung. Ja? Kreditkarte gab es schon gar nicht mehr, als ich da war. Ich konnte fast nirgends mit Kreditkarte bezahlen. Man brauchte mindestens WeChat, also die chinesische Total-App, ja? Oder eben man hatte schon Paper Smile, was interessanterweise bei westlichen Gesichtern nicht so gut funktioniert. Da gibt es also eine negative Diskriminierung auch mal gegen Leute, die so aussehen wie ich. Ja? Also mein Smile funktioniert da nicht. Sehr interessant und aus vielen Gründen. Ja? Das heißt, ich würde das erklären, nicht wie man so sagt, durch kulturelle Differenzen. Aber ich verstehe eben kulturelle Differenzen, glaube ich, immer als auch Vorstellungen davon, die man von sich selbst hat. Was heißt Menschsein? Ja? Deswegen sind ja auch die gesellschaftlichen Debatten, die wir alltäglich haben, immer auch Debatten darüber, was wir als Menschen heute sind und was wir in Zukunft zusammen sein wollen. Und das diskutieren andere Menschengruppen, andere Kulturen oder Gesellschaften einfach anders als wir. Und das führt zu einer viel größeren Akzeptanz etwa, Stichwort Pflegeroboter in Japan. Das auch nicht unschuldig ist, ja, weil in Japan gibt es auch die Diskussion, dass man lieber von einem Roboter als von einem Ausländer gepflegt wird, ja. Also da ist auch Ausländerfeindlichkeit in diese Akzeptanz mit eingebaut. Das muss man immer auch aus verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, sowohl bei uns als auch bei den anderen.
Ich finde es sehr spannend, weil das nochmal ganz gut zeigt, wie sehr Technologie, Gesellschaft, Menschenbild eigentlich miteinander verwoben sind. Und dass es nicht irgendwie so eine einfache Erklärung gibt, wie ja, wir sind halt irgendwie rückständig oder wir sind halt irgendwie konservativ, sondern wir haben halt diese spezifische Geschichte, die sozusagen wie in unserer kulturellen DNA eingewebt ist und die natürlich auch was macht, damit macht, wie wir eben auf Technik schauen und was wir für einen gesunden oder einen guten Einsatz von Technologie sehen und das unterscheidet. Und es ist natürlich interessant, wie das halt auseinanderläuft mit Kulturen wie zum Beispiel China oder auch Japan, die eben nicht diesen Hintergrund haben. Gibt es eine Art, ja, oder arbeiten wir gerade an so einer Art gesellschaftlichen Verständigung darüber, wie ein richtiger KI-Einsatz für uns, für hier in Europa aussieht? Also gibt es so eine Art, ja, Chancen-Risiken-Papier? Ja, also es gibt natürlich erstens jetzt, in der EU gab es viel Bewegung in 2021 durch den AI Act, also verschiedene Gesetzgebungen und Kataloge, Normkataloge, die erstellt wurden, auch um Monopole zu brechen und mehr Gerechtigkeit zu erzeugen. Ja, den Digital Services Act und Digital Markets Act und so weiter, deren Ziel, nicht, wenn man da reinschaut, in diese Gesetzestexte vor allen Dingen, dann geht es ja darum auch Werte, ja, in diesem Fall, wie man so sagt, unsere Werte. Man spricht da manchmal von europäischen. Das ist problematisch, ja, weil wir wollen ja nicht Europa gegen irgendetwas, sondern insgesamt gerechtere Werte. Wie bringen wir gerechtere Werte in die digitalisierte Gesellschaft rein? Und da gibt es eben jetzt auch bindende Normen, die dann natürlich Incentives setzen für die großen Tech-Monopole, die überwiegend nicht aus Europa stammen, ja, sondern USA oder auch China. Ja, da kommen natürlich auch soziale Netzwerke und andere bei uns auf die Märkte. Wie man das so regulieren kann, dass das die Art und Weise, wie wir leben wollen, davon nicht zu sehr gefährdet ist. Ja? Also nach den großen Skandalen, die wir alle erlebt haben, Wahlmanipulation und eben auch die dystopischen Zukunftsszenarien einer KI, die alles übernehmen könnte und so weiter. Ja, da hat man jetzt also versucht, durch Regulation, also mit ökonomisch, juristisch, politischen Maßnahmen, Paketen, ja, die Sache in Zaum zu halten. Ja, also diese Ansätze, die sehr wichtig sind, gibt es. Aber die muss man natürlich immer weiterentwickeln, nicht? Man kann nicht einfach eine Liste aufschreiben mit 74 Prinzipien, die dann gültig ist, weil natürlich ein Tech-Monopol dann etwas erzeugt, das man erstmal so nicht erkennen kann. Der Wettbewerb zwischen Rechtsstaat und Wirtschaft besteht ja auch immer darin, dass Wirtschaft sich in Räume hineinbewegen kann durch neue Produkte, ja, die noch nicht reguliert sind, weil der Staat hinterherhängt. Dieser Wettbewerb, der muss immer sein. Und der muss aus meiner Sicht kalibriert sein durch Ethik. Das heißt, durch eine Forschung, die sich fragt, wer wir sind, Anthropologie, wer oder was ist der Mensch und wer wir in Zukunft sein wollen und sollen. Also Ethik, wo es um Normen geht, die es nur deswegen gibt, weil es Menschen gibt. Menschenrechte. Ja? Dieser Ukraine-Konflikt offenbart uns ja einmal mehr die harte Wahrheit, dass es eben Menschenrechte gibt, ja? Die man schlichtweg nicht verletzen darf. Und die sind nicht europäisch, sondern universal gültig. Und dann ist aber die Frage, wie finden und erkennen wir die? Und da wollen wir in unserem Projekt natürlich auch KI-Systeme versuchen einzusetzen, um herauszufinden, wie wir uns eigentlich selbst verstehen. Ja? Nicht, wir reden häufig über unsere Werte, europäische Werte oder sogar deutsche Werte oder irgend so etwas. Aber fragen Sie mal eine Person, mit der Sie sich unterhalten, was sind die denn? Was sind denn die europäischen Werte? Ja? Dann kommt vielleicht noch ein allgemeines Wort, Transparenz oder Privatheit. Aber wenn Sie jetzt zu einer Software-Ingenieurin gehen und sagen, wir brauchen mehr Transparenz oder mehr Privatheit, dann möchte die wissen, was meinen Sie genau damit? Das muss man operationalisieren, also technisch umsetzen können. Und ich glaube, das geht, indem man eben auch die technische Forschung und die ethische Forschung von vornherein ins Design neuer KI-Systeme dort im Gespräch bringt. Das wäre aus meiner Sicht die anstehende Zukunft und ich glaube, dass das auch eine mögliche Vision ist, die mit diesen Gesetzgebungsprozessen vor allen Dingen auf der Ebene der EU verwoben ist. Wir haben jetzt noch ungefähr 15 Minuten. Also wenn Sie noch was fragen wollen, dann nutzen Sie die Zeit. Ich glaube, ich würde einmal ganz kurz sagen, weil wir haben jetzt schon so ein bisschen das angedeutet, dass wir hatten ja jetzt gerade in der EU den Abschluss vom Digital Services Act. Der ist jetzt gerade, ich meine, vor 2 Wochen war es, aus einem Trilog rausgegangen. Das heißt, er ist
fixed, also er ist von Rat, Parlament, Kommission beschlossen worden. Er ist jetzt wirklich nur noch in so einer Art juristischen Überprüfung. Und vielleicht ganz interessant, ein zentraler Punkt ist auch die Transparenz der Algorithmen. Also sprich, was wir ja lange hatten, das Problem, dass auf den Plattformen der sozialen Netzwerke, also nehmen wir mal Twitter oder auch Facebook, dass wir eigentlich gar nicht so genau wussten, okay, wie sortieren die, wie gewichten die die Nachrichten, die mir angezeigt werden. Und man konnte das nur immer so ein bisschen raten, dass man vermutet hat, na gut, also scheinen das Inhalte zu sein, mit denen ich besonders gerne interagiere oder mit denen meine Freunde vielleicht besonders gut interagieren, also retweeten oder kommentieren oder liken oder so. Die werden mir anscheinend besonders weit oben oder besonders schnell, besonders häufig angezeigt. Das hat man immer so ein bisschen geraten. Jetzt gibt es seit kurzem ja die Möglichkeit, zumindest auf Twitter und auf Instagram, weiß ich, den Feed auch chronologisch zu sortieren und zu sagen, hey, ich möchte nur das angezeigt bekommen, was wirklich, ja, was vorne steht, was jetzt gerade vor 3 Sekunden erschienen ist, um diesem, sagen wir mal, algorithmischen, diesem von künstlicher Intelligenz getriebenen Anzeigen von Nachrichten, um dem etwas entgegenzusetzen, was einfach komplett einfach zu verstehen ist. Nämlich bekommen das angezeigt, was in den letzten 3 Sekunden, also quasi chronologisch sortiert wurde. Und jetzt geht es beim Digital Services Act darum, dass die Technologieunternehmen diese Algorithmen transparent machen und in möglichst einfachen Worten erklären müssen, wie so ein Nachrichtenfeed aufgebaut ist. Das ist so eine Sache, die man jetzt damit erreicht hat. Eine andere Sache ist, dass man möchte, dass Leute auswählen können, wie sie ihren Feed sortieren wollen. Also wollen sie es chronologisch, wollen sie es ebenso algorithmisch getrieben, oder es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich möchte immer das angezeigt bekommen, was meine engen Freunde posten oder so. Also es gibt ja noch denkbar andere Sortierungsmöglichkeiten. Das ist so vielleicht mal so ein Aspekt aus diesem ja ziemlich gewaltigen Papier, was man da verabschiedet hat. Jetzt habe ich eine Frage an Sie. Ich finde das cool, ich finde das super, dass es gibt und dass man versucht, regulatorisch dem was entgegenzusetzen. Was ist denn, wenn es die Menschen einfach nicht machen? Weil das algorithmisch Getriebene einfach cooler, besser, spannender und mehr fancy ist. Was ist, wenn man sich alles ausdenkt, aber die Menschen machen es nicht? Genau, das ist das Thema der digitalen selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja. Das ist tatsächlich und wird auch ein Problem sein. Und deswegen, glaube ich, ist Regulation entscheidend. Ja, das heißt, Menschen tun oft Dinge, die sie nicht tun sollen. Ist klar, auch aus ethischen Gesichtspunkten und schaden damit sich selbst und anderen. Und dann kommt natürlich, muss scharfe Regulation rein. Also vielleicht haben einige unserer Zuschauerinnen auch schon mal mit anderen Suchmaschinen operiert. Ja, DuckDuckGo oder irgend sowas. Das heißt, mal nicht irgendwas gegoogelt, ja, sondern eine andere Suchmaschine verwendet, die viel höhere Datensicherheit garantiert und so weiter, die also kurzum nicht algorithmisch und schon gar nicht mit künstlicher Intelligenz operiert, um sozusagen soziales Schach gegen mich zu spielen, ja, und mich darin letztlich immer zu besiegen. Und dann stellt man fest, das ist langweilig. Das Internet zu surfen, ja, ohne diese algorithmische Struktur ist erheblich langweiliger und führt dazu zurück, dass man sich auch mal wieder mehr mit der analogen Wirklichkeit beschäftigt. Wir kennen das alle, ja, Doomscrolling im Moment, also der Live-Ticker, der sagt, wie schlimm ist der Ukraine-Krieg, wie schlimm ist die Corona-Pandemie, oder eben das allgemeine Scrollen von Newsfeed an der Bushaltestelle oder gar beim Einschlafen und man schläft 30 Minuten zu wenig, weil das System einen aufgesogen hat. Ja? Und diese Systeme, die einen teils bewusst erzeugten Faktor der Sucht einbauen, die müssen eben wegreguliert werden. Das heißt, da der Suchtfaktor so groß ist, brauchen wir aus meiner Sicht eine Diskussion an dieser Stelle, die der Tabakdiskussion ähnelt. Es gibt auch heute Menschen, die Tabak rauchen. Ich verurteile das nicht. Aber es ist so, dass natürlich die Tabakindustrie, ja, ganz anders eingeschränkt wurde, sodass eben nicht man irgendwo hinkommt und da liegt schon die Zigarette oder man sitzt im Flieger und es gibt das Raucherabteile und so weiter und so weiter, woran sich vielleicht einige Zuschauerinnen, ich ja nicht mal beim Flieger, erinnern können. Ja? Das heißt, da muss Regulation ran
und zwar teilweise mit scharfen Waffen aus meiner Sicht, und zwar aus ethischen Gründen. Ja? Also nicht alles, was Menschen attraktiv finden und, zwar, und vielleicht sogar eine Mehrheit von Menschen, ist dadurch natürlich auch ethisch richtig. Ja? Die Mehrheit der russischen Bevölkerung, das gefällt uns auch nicht, verurteilt den Angriffskrieg auf die Ukraine überhaupt nicht. Und trotzdem ist er moralisch absolut unvertretbar, sogar böse. Ja? Das heißt, nicht alles, was einer Mehrheit bequem ist und vielleicht auch ökonomisch verwertbar ist, ist dadurch natürlich auch moralisch richtig. Und hier bei diesem neuesten Technologiegebrauch brauchen wir eine ethische Diskussion, weil wir es eben mit Technologie zu tun haben, die dem Menschen massiv schaden kann. Ja? Die könnte das Ende der Demokratie einleiten. Ja? Dass Demokratie heute wackelig ist, ist sie immer, weil sie an der Freiheit der Menschen hängt. Es ist ein System der Freiheit. Das macht sie immer wackelig und anfällig, ja, für ihr eigenes Ende. Aber das wird auch verstärkt, ja, unterschwellig und teils eben aggressiv durch moderne, wie man das in der Philosophie nennt, sozial disruptive Informations- und Kommunikationstechnologie, die KI gesteuert ist. Also kurzum, Ihre Frage würde ich so beantworten: Wenn Menschen an dieser Stelle dazu neigen, ihre selbstverschuldete Unmündigkeit zu wählen, dann müssen wir das durch die geeigneten Mechanismen des Rechtsstaats im Grunde genommen unmöglich machen oder genauer, denn nur so geht das in einer freien Demokratie, die Wahrscheinlichkeit drastisch senken. Ja, man darf immer noch rauchen, aber zum Beispiel nicht in der Kneipe. Man darf immer noch rauchen, aber zum Beispiel nicht im Zug. Ja? Und das heißt, durch freiheitliche Maßnahmen, die dem demokratischen Rechtsstaat zur Verfügung stehen, kann man die Wahrscheinlichkeit, dass das Böse oder Falsche getan wird, eben senken. Und das ist eine Aufgabe der Kombination von Volk in der Demokratie, das wählt, ja, und eben dem Gesetzgeber. Aber alle müssen in dieser Situation ethisch informiert mündig sein. Ich will mal die Chance nutzen und noch eine Frage hier reinstreuen, weil die passt auch gerade da ganz gut hin. Und zwar fragt Janine Hausmann im Chat, heißt das, man sollte sich jetzt mal global gesehen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner an ethischen Werten verständigen und andere Werte bei KI außen vor lassen? Weil ich stelle mir das durchaus als ein sehr komplexes Problem vor. Es gibt ja auch noch andere Werte als ethische Werte und es gibt verschiedene Werte. Also gerade wenn wir jetzt eben, wir haben es ja ganz lange gehabt zwischen mit China und Japan, gibt es sowas wie so einen kleinsten gemeinsamen Nenner, wenn man das global sieht? Oder muss man einfach sagen, wir machen halt unsere Ethik und die anderen sollen ihre andere Ethik machen? Also wie kommt man da voran? Also es gibt sehr gute Forschung, auch aus den letzten Jahren, auch empirische Forschung, wo man per Umfragen und so weiter, also kurzum wirklich Daten erhoben hat, dass es tatsächlich Kernbereiche der menschlichen Ethik gibt, also in ganz alltäglichen Unterscheidungen, wie oft willst du deine Verwandten treffen oder sowas, also sehr alltägliche Probleme, die insgesamt tatsächlich universal sind, also überall gleich, kulturübergreifend, zumindest gegenwärtig, ja, da gibt es genügend Daten. Zweitens ist es so, dass der Universalismus, also die Idee, dass es Werte gibt, die Menschen als Menschen haben, ja, global verbreitet ist und schon lange existierte, ehe es Europa gab. Ja. Also in dem, was heute Subsahara-Afrika ist, gab es diese Ideen lange vorher. Die kommen dann über Ägypten historisch eigentlich erst nach Europa. Das heißt, die Idee der universalen Werte ist, und in China gibt es das auch schon lange vorher, wie etwa der chinesische Philosoph Zhao Tingyang in einem schönen Buch uns nochmal deutlich gemacht hat, das im Deutschen auch erschienen ist, vor einigen Jahren, Alle unter einem Himmel, wo er zeigt, dass diese Diskussion, es gibt das universal Menschliche, ja, Ren heißt das im Chinesischen auch, ja, das universal Menschliche ist eine Idee, die lange vor der Erfindung moderner europäischer Werte eben existierte und auch universal nachweisbar ist. Das kann man tatsächlich gut tun. Also einen solchen kleinsten gemeinsamen Nenner. Zudem gehört faktisch, dass niemand es gutheißt, dass Raketen auf Kindergärten geschossen werden. Deswegen müssen sie erst Menschen dehumanisieren. Diese Propaganda, die wir heute erleben, antisemitische Hetze und so weiter aus dem Kreml, die dient dazu, Menschen zu dehumanisieren. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor in dieser Art von Propaganda. Und zwar warum? Weil niemand, auch nicht Wladimir Putin, es unterschreiben würde, dass einfach beliebig Raketen in Kindergärten geschickt werden. Ja? Also man braucht eine Ideologie und Propaganda, die das überhaupt erst möglich macht. Und das muss man deswegen tatsächlich gemeinsam auch in entsprechenden transkulturellen diversen Teams, die wir versuchen zusammenzustellen, ja, erforschen. Worin besteht das? Auch in ganz konkreten Fällen. Was hält eine bestimmte Menschengruppe für das universal Richtige im Unterschied zu einer anderen? Und wo gibt es viel mehr Übereinstimmung? Zum Beispiel die Pandemie hat uns ja auch
gezeigt, insbesondere in der ersten Welle, als Solidarität noch das grundlegende Muster war, indem wir darüber nachgedacht haben, ja, dass alle Menschen auf Planet Erde zum ersten Mal übrigens in der Menschheitsgeschichte dasselbe getan haben. Ja, nämlich versucht haben, möglichst viele Menschen vor einem potenziell mörderischen Virus zu schützen. Ja, alle Menschen auf Planet Erde haben im Grunde genommen dasselbe getan und deswegen gab es rundum Großmaßnahmen wie Lockdowns, mehr oder weniger scharfe. Das muss man sich klar machen. Nicht? Da sehen wir, dass, und dann gab es die Diskussion, machen es die Schweden doch anders als die Chinesen und so weiter. Beim genaueren Hinsehen sind dann die Gesellschaften wieder auseinandergedriftet. Ja? Und jetzt haben wir völlig verschiedene Pandemieeinstellungen weltweit. Aber zu Beginn hat man genau gesehen, ja, hier ist der Mensch als Mensch von einer geteilten Gefahr betroffen und kann deswegen so handeln, wie das moralisch Richtige es eigentlich von uns fordert. Ja, deswegen kam auch übrigens beiläufig gesagt aus meiner Sicht nach dieser ersten Welle der Solidarität sehr viel moralischer Fortschritt, auch digital unterstützt. Stichwort Aufdeckung von Kinderpornografie in Deutschland. Ja, man hat diese Erkenntnisse auch aus dem Sommer 2020 heute vergessen, aber es war ein wichtiges, großes Thema. Und da kamen zum Glück Digitalsysteme zum Einsatz. Dadurch, dass Kinderpornografie digital ist, ist sie auch leichter zu entdecken als, sagen wir mal, im Wald überreichte VHS-Kassetten. Ja, da sieht man also wieder eine Kombination aus auch Fortschritt und Digitalisierung. Wir können die Digitalisierung und KI-Systeme, aber immer nur dann, wenn sie auf Augenhöhe der Ethik sind, der Universalen, auch zum Fortschritt und Besseren der Menschheit verwenden. Müsste Europa so eine Art KI-Souveränität über die Bereitstellung von Common Goods erlangen? Also gerade wenn wir halt jetzt schauen, was es für eine Marktdominanz gibt. Ich will bitte um eine kurze Antwort, weil wir haben nur noch ganz wenig Zeit und ich wollte diese Frage von Johannes Meyer noch einmal schnell aus dem Chat aufgreifen. Ja. Ja, also erstmal noch Frau Hausmann, vielen Dank für Ihre Frage und jetzt zu Herrn Meyer. Genau, da würde ich sagen, in der Tat, KI-Souveränität finde ich ein schönes Stichwort, weil Souveränität eben auch ein wichtiger Begriff natürlich des politischen Denkens ist. In der Tat sollte Europa eine KI-Souveränität anstreben und das würde natürlich dann auch dazu führen, dass viel KI-Forschung nach Europa kommt. Es gibt mehr als man meint. Frankreich etwa ist sehr viel besser als Deutschland in der reinen KI-Forschung übrigens, prozentual beteiligt. Aber so wenig ist nicht in Europa, aber viel weniger als da sein sollte. Und im Grunde genommen wäre über KI-Souveränität, könnten wir die Forschung voranbringen, die dann wiederum die digitalen Systeme erzeugt, die wir ethisch verbessern können. Also in der Tat glaube ich, brauchen wir eine solche KI-Souveränität, die nur nicht zu solchen Extremmaßnahmen greifen darf, wie, sagen wir mal, einer völligen Isolation von anderen Digitalsystemen, etwa unserer amerikanischen Freunde, wie die früher hießen, als jemand, dessen Namen ich gar nicht mehr aussprechen möchte, Bundeskanzler war. Vielen, vielen Dank. Ich fasse einmal kurz ein paar Key Learnings zusammen. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen aus dem Gespräch. Und das eine war nämlich, dass KI den Menschen verändert, so wie der Mensch die KI entwickelt und verändert, verändert sie auch uns. Also das fand ich ein ganz spannendes Learning. Was ich auch spannend fand, war, dass wir reine KI nicht mehr verstehen können. Also wenn wir KI völlig losgelöst sich entwickeln lassen, dass die dann mit uns nichts mehr zu tun hat und wir die nicht verstehen. Also dass wir die immer im Kontext sehen müssen. Und jetzt zum Schluss nochmal dieser Gedanke, dieses universal Menschliche, vielleicht als kleinsten gemeinsamen Nenner tatsächlich für gemeinsame Werte. Das ist jetzt wirklich nur mal so drei Learnings aus diesem ja wahnsinnig facettenreichen und auch teilweise ja sehr tiefgehenden Gespräch. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Gabriel, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer, dass Sie sich die Zeit haben. Zum Schluss noch ein ganz wichtiger Hinweis, nämlich auf das nächste Salongespräch. Das wird stattfinden am 18. Mai um 17 Uhr, auch digital. Diesmal dann mit Christian Klein, Professor für Sustainable Finance von der Universität Kassel und der Frage, was hat unser Geld mit dem Klimawandel zu tun? Ja, jetzt bleibt uns beiden noch, Ihnen einen ganz schönen Abend zu wünschen und zu bedanken und ja, vielleicht dann mal wieder irgendwann, ich sag's mal, im richtigen Leben, nicht digital. Schön, dass Sie bei uns waren. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.